Oh nein, das ist wieder so. Du machst den Megamyth hinten, was? Lomo, mir macht ja einer zu schaffen. Ich brauch deine Hilfe. Was? Da ist eine Öffnung in der Decke. Benutz die! Okay, auf den Weg. Halt euch, bin gleich bei dir. Hinter dem, ne? Lädt dann nach. Aua. Ich habe gedacht, der geht jetzt nach vorne. Ich weiß nicht, wie viel. Naja, hinten muss man. Okay, markiere das Ziel per Laser. Immer mit der Ruhe. Ah! Wie hat er mit dem nachlandet so, ne? Schnell! Wir brauchen mal 20 Minuten zum Nachladen. Alles rein da. Nice. Nachladen. Okay, ich verstehe das System jetzt. Solange die schießen, immer ausweichen jetzt, bis das hier aufgeladen ist. Ja, du kannst so lange aufballern, wie du willst. Das ist schade zwar, aber geringfügig, würde ich mal sagen. Okay. Ist er noch nicht. Oh. Der ist tot. Ich gehe weiter. Der Rest von euch bleibt oben. Hä? Hey. Ich dachte, man kann nichts so sammeln. Einfach Zwischenboss. Einfach für Zwischenboss. Hier? Wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch... Ja, das weiß ich auch nicht. Ich blick das alles nicht. Wie wo ist Miranda Mia? Von Rose ja, wo die echte Mia ist. Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Was ist das? Ein Herz? Da ist er. Der Megamyth Z. Boah, das ist wie ein Herz. Alpha Anthem, ich bin jetzt bei Megamyth Zed. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ein zwei Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkampf platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay. Viel Glück. Was? Ich habe freie Sicht auf Miranda in der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem. Dann hätte man keinen Plot Twist, hast du recht. Sagen sollen. Ja. Knusper, Knusper, Kräutchen, Knusper an mein Häuschen. Oh mein Gott. Das muss mir das Labor sein. Ach du Scheiße. Infos? Oha, es gibt jede Menge Infos. Was ist das denn jetzt?
Ah, okay. Es gehört weiter, hervorgerufen. Es haben sich ähnliche wie bei Fischen Kiemen und Schwimmblasen ausgebildet. Aufgrund seiner regulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit zu einem riesigen Fisch. Ah, okay, das ist der. Okay. Dann haben wir hier. Ein bisschen komisch gemacht, aber. Es ist hohe Regenerationsrate. Probanden. Heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Das ist Dimitrescu. Ja, steht da. Alicinina. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße anher. Das haben wir ja schon mal, wissen wir ja auch schon, dass die Körpergröße, ja klar, die ist nicht natürlich groß, glaube ich. Hinweis, wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihrem Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfläche. Wir sind Vampir, ne? Als Art Vampir. Ach, das ist bestimmt, ja, Heisenberg, genau. Besitzt elektrische Organe wie die eine Zitterrochens. Die Organe sind an den Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umher bewegen. Aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Und einmal der letzte im Bunde, die Donner, genau. Normal aber schwere Geisteserkrankung. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der mutamycetinfizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Probandin ist jedoch geistig und weiterentwickelt und hat ihr Kadu an ihre Puppen verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Wer ist denn geeignet? Ah ja, genau. Unser Kind. Oh. Kadu. Ich sehe mal ihn wieder. Damit kontrollieren sie also die Biowaffen. Warte mal. So, was haben wir? Informationen zu den Ganzen. Was ist das denn? Das sieht aber gruselig aus. Das sieht aber gruselig aus. Ist das sie? Eva? Ist das sie? Schwarze Haare? Könnte sein. Das Baby? Das sind mal echte Fotos. Okay. Hey, das sieht aus wie ein Vogel, ne? Ach du Scheiße. Aber die auch so Raben kontrolliert. Hey, wer ist das denn? Okay. Bergsteiger. Warte, wie ging jetzt die Information? Miranda, ich bedauere zutiefst, Sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte, zu behaupten, eine Unsterbliche wie sie würde sich überhaupt an eine halb im Schnee verreckten Medizinstudentin wie mich erinnern. Spencer, oh, hier? Scheiße, ich hab... Ich glaub's nicht. Ich wollte noch nicht... So, ach du Scheiße, viel... Okay, das könnt ihr so durchlesen. Lass mal lieber. Was haben wir hier? Alles klar. Ach du Scheiße. Flügel. Batman. Behälter alles mit Kadus. Kadu war doch dieses... die Entstehung, ne? Oh, Scheiße, wollte ich nicht. Das ist doch,
Jeder war doch mal ein Kadu für den Karl und so, ne? Heisenberg, ne? Oder bin ich... ja. Könnt ihr ja mal durchlesen. Ist mir aber zu viel. Evelyn stand da auch drin. Ist noch ein Foto. Sehr viele Fotos auch. Ach, hier geht's weiter. Ach, das ist die echte Mia? Nimm die Hände hoch! Amber Eis hier Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben... ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen. Alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Mist. Fort. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm. Hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Ford? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten, aber... du verstehst nicht, wie besonders er ist. Lebt er? Ich weiß es nicht. Nein, er lebt. Oh nein. Hätte ich echt nicht gedacht. Was ist passiert? Ist da jemand? Ich kann mich bewegen. Sind wir hier irgendwie in... ich glaube, wir sind... wie komme ich hierher? Ich glaube, wir sind irgendwo... Gott, geistig ganz woanders. Scheiße, mein Körper! Und Mia lebt? Ach du Scheiße. Du bist so dumm. Evelyn. Evelyn? Wie kann das sein? Du bist tot. Tot? Ich meine, Miranda... sie... nein, ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Lara, hör da auf. Was redest du da? Ich kann da... siehst du? Nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Ja. Erinnere dich.
vor 3 Jahren. Bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das heißt, ich bin... Das ist unmöglich. Ein Zombie? Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Sie hat uns... Oh nein. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein. Rose. Ich muss... Meine Tochter. Sie hat mich mit dem scheiß Schimmelpilz... Du bist schon lange tot. ...angesteckt. Tot. Und sind so wie Jack. Jack zum Beispiel. Deswegen... ...haben wir auch alles eingesteckt. Jack hat ja auch alles eingesteckt, weißt du? Wie oft wir den umbringen mussten. Ich will aber nicht die Form sehen. Von Ethan. Seine finale Form. Oh, steck mich mir. Ich, na, genug geschlafen. Ich wusste es schon. Ich wusste es. Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke, dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide, aber dass Miranda sich zeigen würde. Wie lang war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Frage, wer, was sind sie? Da bin sogar ich überfragt. Hm. Wir sind da. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan, ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ich muss es sein. Dann mal los. Alter, wie lang geht das? Wie lang geht das? Alter Schwede. Ich will meinen Shop öffnen. Wo ist er? Hey. Ist schüchtern, zeigt sich nicht. Oh, hier ist eine Schreibmaschine. Ah, hier ist er. Ah, ich könnte den Shop öffnen, cool. Warte mal. Ich geb mal. Letzte Gelegenheit. Genau das. Komplexes Herz. Ah. Der ist auf einmal hier gewandert. Keine Ahnung wie. Zigarre.
Oho, die Fusion von Mensch und Maschine. Es sprüht geradezu von Heisenbergs Esprit. Mhm. Hat er nichts Neues, ne? Boah, der will 100.000 dafür haben. Was sind die Kosten? Ach, die. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. So, die verkaufen wir. Was mich da frage, was hat die für Munition? Steht das da wo? Na, jetzt ist mehr. Was hat die denn für Munition? Pistole? Zwölf? Elf? Gleich Munition, ne? Da, die verkaufen wir. Eine Waffe will gut ausgewählt sein. So, dann können wir die auch upgraden. Lüster. Boah, das kostet immer so viel, ne? Wähle mit Bedacht. Warte mal. Dein Leben könnte davon abhängen. Ja. Was ist das hier? Langer Lauf, was so. Feuerkraft. Freust du dich drauf, es auszutesten? Gut. Ja. Ja, gut, von der haben wir jetzt nicht so viel Munition, da lassen wir das. Aber hier, das, wie soll ich das denn ausgeben, ey? Das ist echt teuer, der Typ. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Moment bitte. Moment bitte. Junge, du bist zu teuer. Junge. Bitte, gib acht. Danke. Hä? Was war das denn jetzt? Nochmal neu, ne? Einmal neu. Geht's hier lang? Ich kann nicht schneller laufen. Warte. Wir rüsten mal Schnellzugriff so. Das meine ich doch. Ach du Scheiße. Wie kann man hier wechseln? Geben die? Natürlich nicht.
die Werwölfe. Also aber jetzt alles hier ein bisschen, wie soll ich sagen? Erst Munitionverschwendung. Und zweitens Zeitverschwendung. Weil es ist nur das Spiel in die Länge zu ziehen. Weiter. Finde ich jetzt. Ah, meine Eva. Meine wunderschöne Tochter. Ich habe keine Muni zu mehr. Mir. Komm, Muni. Eva. Bist du es? So, Eva ist das Kind. Ah, ich habe dich so vermisst. Was? Wie Asynchron. Bei der ist mal Asynchron. Meine Kräfte verlassen mich. Ja, zum Glück. Rose! Miranda! Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose. Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Nice. Lass los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Hol die Bitch um. Ich nehme, was mir zusteht. Nein, das ist mein Kind. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Nein! Rose ist mein! Was für Scheiße! What the fuck? Ach du heilige... Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Richards. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Erfüllen erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Wissen, bei dir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Shit. Und zwar für immer. Keine Heilung mehr. Ich lass dich nicht davon kommen. Ich hab keine Heilung mehr. Bitte, Ethan, quäl dich nicht. Was ist jetzt? Na komm. Ja. Bitch. Mach dich bereit. Ich werde mich gut um die kleine Rose kümmern. Ja, ja, ja. Man merkt's. Du bist safe, ja? Wie kommt keine Weite? Ah! Wehr dich nicht! Nun, wehr du dich doch nicht! Warum gibst du denn nicht auf? Hä? Bitte, Ethan, quäl dich nicht. Du weißt, was es bedeutet.
verheiratet, sein Kind zu lieben, oder nicht? Oh, was passiert jetzt? Ich liebe mein Kind! Van, verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins! Das war's für dich! Er wird zur Spinne geworden. Was macht er jetzt? Alter! Alter. Ich kann nichts machen, ne? Ich hätte mir Heiltrink bekommen sollen. Ja, muss ich neu machen. Jetzt gehört Rose endlich mir. Was heißt das nochmal? Das ist doch das, ne? Ja, ohne Heiltränke wird das nix. Den jetzt habe ich verkauft, ne? Ja. Ja. Was? Jeder weitere kostet mehr? Willst du dich verarschen? Was ist das denn? Oh. Von der. Warte mal. Bomben. Ich war alles weg. Okay. Ich müsste mal speichern. Ne? Oder? Probier mal, ne? Oh, ein P. Überspringen. Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen, kleine Rose. Bei dir wird sie Alter, Mann. Sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für immer. Ich lass dich nicht davon kommen. Warum? Oh, erwischt. Ja. Ich hau doch mal ab. Bitte, Ethan, quäl dich. Bitte. Das ist dein Untergang. Scheiß, nicht getroffen. Wehr dich nicht. Pistolenmunition kommt jetzt raus. Du weißt, was es bedeutet, sein Kind zu lieben, oder nicht? Oh. Okay, jetzt komm, ausrüsten. Mann, verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins. Uiuiui. Ich bring dir ewige Ruhe. Ah! Alter! Genau dahin wollte ich hin. Das war's für dich! Jetzt stirb! Der Megamyzet hat mich aus der Verzweiflung... Okay. Was kommt jetzt? ...gerettet, mir unsagbare Macht verliehen! Oha. Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen.
Nein. Uiuiui. Okay, wir müssen wechseln. Ich musste. Alter. Halt still. Halt doch du mal still. Ich hab da still gehalten, hast du gesehen. Weiß ich doch nicht. Was übernimmt das Schicksal? Scheiße, einer hat mich getroffen. Übergib dein elendes Leben dem Megabyzeten! Ah, das... Ei, was ist jetzt? Was ist denn jetzt los? Hat die Blöde... Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Dinge... Den Teufel werde ich! Ich werde meine Tochter wiedersehen! Stirb, 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 stirb! Ich verstehe deine Gefühle, Ethan. Das tue ich nicht. Aber du kannst es Abschied nehmen. Wenn ich Rose mit dem... Megamyzeten vereine! Wird meine Tochter sich mir endlich zeigen! 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag! Wie kann ein Mensch wie du ohne Herz warten? Bist du wirklich keiner von uns? Warum mischst du dich ein? So nah am Tod hat Rose für dich keinen Nutzen mehr. Es ist sie alles. Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Was ist denn? Dein Ende. Wie sehr du dich auch willst, es ist zwecklos. Wie schnell die sich verwandelt. Ich kann jede Gestalt annehmen. Vogel, Bestie, Hexe. Mutter? Sogar die Männer, die Dorfbewohner, die vier neuen Kinder. Sie konnten meine Einsamkeit nicht im geringsten lindern. Schon mal das Problem bei dir selbst gesucht? Du bist zur Liebe doch gar nicht fähig. Okay. Doch, ich brauche nur was. Das klappt null. Oh, den hier. Ah. Oh nein, das wollte ich nicht. Widerlich, dieser Lebenswille. Für meine Tante. Getroffen. Oh nee. Oh, den hier. Ich werde meine Tochter wiedersehen! Stirb, 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 stirb! Ich werde mich gut um die kleine Rose kümmern. Mein Wunsch wird Wirklichkeit. Au, au, au. Wir alle sterben schließlich irgendwann. Russe. Ein elektrischer Marsch, wie viel hält der aus? Oha.
dich! Jetzt stirb! Junge! Warum? Warum stirbst du nicht? Warum denn du denn nicht? Alter, nerv die. Warum stirbst du nicht, hä? Sterb doch mal. Die hält alles aus. Warum willst du nicht sterben? Ja, warum willst du denn nicht sterben? Hä? Verrecke! Was ist? Das ist dein Ende, Ethan Winters! Nur um wirklich sicher zu gehen, verfüttere ich dich an... Junge, was hält die Bitch aus? Oh, haben wir's? Du siehst aber ganz schön hässlich aus. Meine Tochter! Meine Eva! Zerfall! Bitte. Rose! Alles gut, Rose. Alles gut. Ethan! Komm schon, Ethan, wach auf! Chris. Oh nein. Das war's wohl für beide von uns. Das war's. Es ist aus. Für beide von uns. Ethan. Das Gesicht hat man noch nicht gesehen. Wir müssen los. Kann das noch leben? Komm weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Hey, hey. Mia. Hey. Es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf, Rose, auf. Sag ihr das selbst. Komm schon, das ist nicht mehr weit. Pass auf, verflucht. Ich vertraue dir. Pass auf, geh auf. Wiedersehen, Rosemary. Eine Ära geht.
Und eine Ära beginnt. Rose! Los! Los, bring uns hier raus! Warte! Wo ist Ethan? Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist! Wo? Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris! Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Es kotzt mich so an mit dem Ton. Sorry. Sieh dir das an. Boss! Sieh dir das an. Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. Das war Resident Evil Village, auch genannt als der achte Teil. Boah, die Musik ist geil. Ja, bis zum Schluss hat mir das angekotzt mit dem Ton. Ich weiß nicht wieso, das ist aber nur bei dem Spiegel. Das erste Mal, ich habe keine Ahnung warum. Das war bei mir echt ein Problem. Ja, ich denke, der nächste Teil wird wohl gegen die BSA sein oder DLC-Stuff. Six Sky. Ich lasse euch mal alleine.
dir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief, rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft. Schön, dass die Geschichte noch zu Ende geht. Ja, Fazit. Das Lied läuft zwar immer noch. Ich fand das Setting, Grafik klar, grafisch war immer alles top. Setting fand ich cool. Ich fand die Idee auch cool. Ja, okay, ich weiß nicht, ob das 0/15 war. Ja, manches nicht. Es gab mehr Rätsel, obwohl Also es war nicht so krass, dass es nur noch Rätsel bestand. Also da war vielleicht ein Rätsel in 1,5 Stunden oder 2 Stunden. Das ist nichts. Also da gab's, ich würde sagen zu 20%, 15% gab's Rätsel. War auch cool, dass man auch so durch die Welt gehen konnte. War ja ein bisschen größer, ne? Ein bisschen bigger, die Karte und alles, als der 7. Teil. Die davor kannte ich nicht, aber die sollten nicht so Storytime-mäßig sein. Erst ab dem 7. soll jetzt ja mit Ethan rangehen, ne? Die anderen sind eher zombie-lastiger. Wobei ich die einen Zombies echt cool fand. Es gab zwar die, also diese Werwölfe, die fand ich nicht so geil, aber die anderen fand ich nicht schlecht, die so geschlendert sind. Klar fehlt hier Jack oder sonst wer, aber das ist was ganz anderes, ne? Das ist ein ganz anderes Storyline. Die meisten mögen ja eher 7 statt 8. Also ich fand beide cool. Ohne Witz. Hat mir gefallen. Es war ein bisschen komisch mit dem Verkäufer da, dass der immer erscheint und dann, er weiß selber nicht, hat er gesagt, er weiß es selber nicht. Da das mit uns was nicht koscher ist, habe ich mir schon gedacht. Aber ich habe mir auch schon gedacht, dass irgendwie nach dem Tod, also nach dem ersten Tod, wo der das Herz rausgenommen hat, hat ich gedacht, okay, das war es doch wirklich für den. Der wird wohl jemand anderes die Rolle im nächsten Teil übernehmen. Ich weiß aber, ich kann mir vorstellen, dass die Timeskip machen und die Tochter, also das Baby, was dann in 10 Jahren oder 12 Jahren, also dass sie einen Timeskip machen, ne? Oder halt bei der Mutter, aber glaube ich eher nicht. Ja, Redfield war an manchen Stellen. Ich hoffe mal auf den DLC. Mit der BSA oder so. Dass man da gegen die. Oder im nächsten Teil, kann auch sein. Aber es sollen ja noch DLCs rauskommen. Ich bin gespannt. Ob bei Gamescom was gesagt wird, ich weiß nicht. Ihr wisst es bestimmt schon zu der Zeit, aber. Bei mir war noch keine Gamescom. Ist ja alles vorproduziert.
an den vier Gegnern, fand ich ehrlich gesagt. Der beste Kampf war mit Heisenberg, mit dem Panzer. Das fand ich am besten. Wer war noch? Gut. Ich will jetzt nicht die neueren Bosskämpfe im Vordergrund bringen. Der gerade war auch cool halt, ne? Mit der Miwenda. Ah, dass die auch noch die alte Oma war, das war auch ein bisschen plotzes. Ja, aber die war ja auch nicht gerade koscher, ne? Die war auch sehr komisch. Welcher Kampf war noch geil? Charakteristisch fand ich auch noch Dimitrescu, war auch nicht schlecht. Aber war ein bisschen nervig am Ende. Weil die immer mit den Töchtern kam, ey. Oh, das war's schon. Toro-Studios. Ich meine, das geht sehr, sehr schnell. Aber sehr viele Kooperationen, Mensch. Alter. Hat mir auf jeden Fall gefallen, der Titel. Und der Witz, ich fand ja 7 auch geil. Und der 8. Teil hat nochmal ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, kann man die vergleichen? Nee, ne? Kann man nicht. Manches dazugekommen, manches ist nicht dazugekommen. Ein bisschen actionhaftiger als der 7. Teil. Aber auch mit Rätseln. Oh, das ist das Buch. Oh, das ist nicht. Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Das ist nicht. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht ja, wie ein Killerball an. Das ist das Baby, oder? Die Tochter von Ethan. Ich hab gesagt, Timeskip. Hi, Dad. Ja. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Aber sie ist blond. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Welche Pflicht? Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn? Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow, war nur ein Witz, Rose? Da. Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Das stört mich so richtig, ne? Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Warum ist der Ton so scheiße, Mann? Das regt mich so auf. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Weil Kinder,
Der da gerade angehalten, ne? The Father Story is no down. Hier endet die Geschichte des Vaters. Standard. Guter Vater. Bestätigt. Bestätigen. Speichern. Ladevorgang. Ja, das war's. Also negative Sachen ist zum einen die Sequenzen. Ich weiß nicht, wer es noch hat, aber das ist bei mir bei Village das erste Mal, das einzigste Mal bisher, dass ich das Problem habe, dass die Sequenzen asynchron werden. Bei manchen, nicht alle. Komischerweise die am Ende nur. Und am Anfang war auch problematisch. Genau. War noch ein negatives. Klar, das Ende war ein bisschen lang gezogen mit Gegner. Und dann spawnen die wieder neu. Ja. Das fand ich ein bisschen lang gezogen. Aber. Klar, so. Ja, war sehr, sehr actionreif auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch was. Wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play. Bin ich nicht sicher, ob ich das Spiel löschen werde oder nicht. Weil wegen der DLCs. Ja, wird bestimmt noch dauern, bis die DLCs erst rauskommen. Naja. Ich weiß nicht, ob wir sie zocken werden. Bei 7 haben wir es ja gemacht. Wir schauen mal. Aber vielleicht Ende des Jahres oder vielleicht nächstes Jahr. Mal schauen, wann auch immer die kommen. Vielleicht wird es auch noch später. Haut rein. Wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play. Ciao.